Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sehe so komisch aus, wenn ich voll geschminkt bin und keinen Lippenstift drauf habe. Aber ich mache immer erst Lippenstift drauf, bevor ich gehe. Hallo? Ja? Perfect timing, Oma. Hauptsache, sie ruft an. Hallo, bist du's? Wer soll sonst sein? Meine Katzen. Naja, auf jeden Fall, ich habe mich gerade schon mal fertig gemacht. Ich wollte eigentlich heute keinen Sport machen. Und dann dachte ich, ich mache doch Sport, komm, zieh durch. Und dann hatte ich keine Zeit. Ich habe meinen Vlog geschnitten, meine Candy Challenges online. Sie kommt sehr gut an bis jetzt. Und jetzt habe ich mich gerade fertig gemacht, weil Laura morgen Geburtstag hat und sie feiert heute rein. Und ja, deswegen mache ich mich gerade fertig. Ich werde mich jetzt an ihr Geschenk setzen. Ich habe schon mal mein Kleid an und so eine Strumpfhose, die so ist. Vielleicht werde ich ein bisschen später frieren, aber egal. Und dann nehme ich auf jeden Fall mit den Sours, den ich gekauft habe, um ein bisschen kurze zu trinken. Und ein Brettspiel, und zwar Privacy 2, nicht jugendfrei. Das ist nämlich ein sehr, sehr cooles, lustiges Gesellschaftsparty-Spiel. Und die Katzen, ne? Ich habe immer in diesem Schrank diese Decke liegen und die kramen die immer raus und legen sich dann da drauf. Ihr kleinen süßen Verrückten, hm? Legt ihr euch da immer drauf? Ja, genau so. So. Danke, dass du mir das demonstrierst. Bist du denn für ein Playboy? Was bist du denn für ein Playboy? No. Nee, 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 nicht angreifen. Nicht angreifen. No. Sorry übrigens, dass der Vlog von gestern so kurz war. Aber der Tag war gestern echt super stressig. Und naja, dafür kam ja gestern dann noch, also für euch gestern, zusätzlich die Candy Challenge online. So, und jetzt werde ich mal Lauras Geschenk fertig machen. Ich hole jetzt mal alles, was ich dafür brauche. Und dann zeige ich euch das auch mal. Okay, erstes Problem. Ich habe nur Weihnachtsgeschenkpapier oder Olaf-Geschenkpapier. Aber damit muss Laura jetzt leben. Sorry, Laura. Ja, und ansonsten zeige ich euch mal, was ich ihr schenke. Das ist aber nicht das richtige Geschenk, was sie bekommt, sondern nur so eine Zugabe. Und das andere Geschenk bekommt sie erst später, also irgendwann. Das kann ich auch noch nicht sagen. Und das werdet ihr dann sehen. Ich schenke ihr auf jeden Fall 3 von diesen Bilou-Sachen. Ich wollte alles in Tasty Donut holen, aber diesen Cremeschaum hatten die nicht in Tasty Donut, weil Laura mag den Geruch sehr gerne, ist sich aber zu geizig, das zu kaufen. Und sowas finde ich dann immer eine gute Geschenkidee, wenn man für etwas zu geizig ist. Dann habe ich ihr einen Liquid Lipstick von BH Cosmetics geholt in so einer schönen Nude-Farbe und einen Pinsel, den sie unbedingt haben wollte, von LOV Cosmetics. Und ein Pinselset von BH Cosmetics. Das ist in so einer Tasche und da sind 15 Pinsel drin. Gesichts- und Augenpinsel. Und das Ganze werde ich jetzt einpacken und in diese Box packen. Und das ist ein Teil, ein kleiner Teil von Lauras Geburtstagsgeschenk. Denkt mal übrigens dran, wenn dieser Vlog hier online kommt, dann ist ja der 6. Schreibt mal, Entschuldigung, herzlichen Glückwunsch an Laura in die Kommentare. Achso, ich habe übrigens noch was gekauft und zwar so Luftballons mit, obviously, Laura. Da muss ich gleich, wenn ich zu Laura fahre, die irgendwie aufpusten und dann ganz geheim irgendwo anbringen, ohne dass Laura das sieht. Ich hoffe, das kriege ich gleich irgendwo hin. Die habe ich auf jeden Fall bei Nanunana gefunden und diese wunderschöne Box auch. Wer ist auch so ein Einpacktalent wie ich? Ich bin so dumm. Gott sei Dank kommt es bei Geschenken nicht auf die Verpackung an, es ist so hässlich, sondern aufs Innere. Ups. Okay, also, das kommt da jetzt rein. Das kommt da rein. Und diese beiden. Es sieht aus wie Weihnachten. Aber das ist jetzt eben so. Und der nächste Fail, das passt nicht da rein. Das gibt's jetzt extra. Och, Leute. Übrigens habe ich eine Benachrichtigung von Netflix bekommen, dass der neue Orange is the New Black Trailer draußen ist. Oh Gott. Und dass am 13. August Orange is the New Black weitergeht. Oh Gott, ich freue mich so.
Diese Serie, ich liebe sie so. Und wisst ihr was? Ich habe ja diese Strumpfhose an zum ersten Mal und habe direkt ein Loch reingemacht. Und jetzt ist hier so ein Kreis, weil ich da Haarspray drauf gesprüht habe, weil ich glaube, dass das helfen soll, dass diese Löcher nicht weitergehen. Ich bin so ein Opfer. Am liebsten würde ich jetzt mein Bein an dieser Stelle mit Schwarz anmalen. Hey. Yeah. Mm, baby. Okay, ich fühle mich zwar ein bisschen behangen, aber ich muss den Schmuck auch mal tragen. Von daher gibt es heute einfach die volle Dröhnung, auch wenn es ein bisschen viel ist. Egal. Jetzt habe ich mich in mein Kleid geschmissen, ziehe mir gleich noch diese Schuhe, die ich ganz demonstrativ in den Türrahmen gestellt habe. Und jetzt mache ich mich auf den Weg. Ich hoffe, ich habe alles. Ich weiß es nicht. Und weil immer gefragt wird, das ist NYX Liquid Suede Soft Spoken. Eigentlich, wie, boah, ich sehe aus wie eine Kalkleiste, Alter. Richtig weiß. Ich glaube, ich muss mal wieder auf die Sonnenbank. Oder in die Real-Life-Sonne, aber... ja, die Kette ist richtig schön. Die Ohrringe auch. Die sind nur ein bisschen schwer. Aber... da müssen meine Ohren heute durch. Lange hatte ich nicht mehr so ein Outfit an. Ich habe sogar hohe... hohe... Schuhe an, aber da ich nie mit Absatz trage, sind die für mich schon hoch. Und ich fahre jetzt mit Bus und Bahn. Wisst ihr, wie lange ich nicht mehr Bus und Bahn gefahren bin? Ewig. Guck mal, Leute, ich habe Laura aufgehangen. Die hängt jetzt da. Voll cool. Hallo, baldiges Geburtstagskind. Hihi. Unten, in dem linken. Ja. Yum, yum. Wir machen Burger. Nur trinken. Ich habe einfach voll die Knusperhände jetzt. Aber Knusperhände? Genau dafür. Das lohnt sich nicht wirklich. Die Sachen hast du alle in Deutschland eigentlich auch oder Amazon. Mit Halbmund. Das hat sich damals gelohnt, der Dollar war einfach. Das war aber erst, glaube ich. Oh. Mit Halbmund. Vorbei ist, ne? Ja. To you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Laura, happy birthday to you. Wo kommt das Krümelmonster her? Nein. Lol, ich dachte, das wäre ein Witz mit dem Krümelmonster. Mir doch egal. Was hast du in deiner Hand? Ja, das ist ein Geheimnis. Ja. Zeig mal. Nein. Du bist Mann. Was soll man machen jetzt? Schokolade oder was? Ja, WMF. WMF. Das ist jetzt alles das Weihnachtsgeschenk, aber ich dachte, da du immer im Sommer Geburtstag hast, muss ich ein bisschen Weihnachtsstimmung reinbringen. Einfach mal was anderes. Aber der sieht so besonders aus. Ja, den wollte sie unbedingt haben. Ah, ist das der, den du hast? Ja. Was ist denn das? Ein Pinsel? Ja. Das ist eine Unessa-Kollektion. Ein Pinsel! Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Das ist meine eigene Kollektion, mein Merch. Bei 200.000 Likes gibt's Merch. Ah. Und bei mir habe ich gar keine Wahl. Nom. Ja, ja. Warum bin ich so? Das ist ja auch. Oh.